Servus, liebe Leute. Heute hat es den Titel genommen: Ein kurzer Glitch mit der Walküre und dem Schweinereiter. Richtig, richtig epischer Glitch, kann ich dazu sagen. Alter Latz, mega geil, muss ich sagen. Ey, dadurch habe ich einfach das Match gerade übel hart gewonnen. Ihr glaubt mir das einfach nicht. Durch so eine Aktion gewinnt man einfach ein Match. Vielleicht. Viele werden jetzt wieder sagen, Pascal, das ist kein Glitch. Pascal, nein. Und dann sage ich, doch, meiner Meinung nach ist es ein Glitch, weil du einen krassen Spielvorteil dadurch hast. Das empfinde ich als Glitch, wenn man einen krassen Vorteil sich legal im Spiel erwerben kann. Und das ist so einer. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit gemeint habe und was ich damit meine. Ihr seht, die Walküre läuft erstmal schön nach vorne. Das ist nur nichts Besonderes. Jetzt, wenn man... Halbfache. Ach, scheiße, jetzt habe ich ein bisschen verbockt. Jetzt, wartet, ich gehe nochmal kurz raus. Wir schauen es uns nochmal an. Ich wollte es ein Halbfach machen. Aber das wäre jetzt zu... Wartet, spulen wir ein bisschen vor. Und dann machen wir auf einer halben Geschwindigkeit. Bisschen Vorspulungsmatch haben wir gerade gesehen, aber ich will euch den Glitch einfach zeigen. Der war so Heavy Metal. Kätzle. Langsam geht's jetzt rund. Jetzt machen wir erstmal den Riesenkalt und wir machen den Mini-Packer kalt. Ach, ihr müsst eigentlich die normale Geschwindigkeit sehen, wie hart er nach vorne gepusht wird jetzt. Jetzt seht ihr's. Ich setze den Schweinereiter dahinter. Und jetzt sehen wir einfach mal Schweinereiter in Originalgeschwindigkeit. Wie schnell die Walküre mit vorgepusht wird. Seht ihr das? Das ist die Originalgeschwindigkeit. Nein, das ist krank. Lasst ein gerne mal ein Like da, wenn euch das Glitch-Video gefallen hat, ein Dislike, wenn nicht, wenn ihr es als kein Glitch empfindet und gerne ein Abo, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Und zum Gewinnspiel muss ich sagen, ja, wann soll es kommen? Ich bin mir noch unsicher, Video dazu, vielleicht morgen, vielleicht gar nicht. Nein, ich würde sagen, 1. Juli ist so ziemlich ein guter Termin, 1. Juli batsche ich es dann raus. Und Jungs, man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann, ciao, ciao. Limba română se doresc prin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam avut pise ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul ce pe GPS când aia e la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sap pe verticală crești la sală ca un prost fără rost un copos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din ești cinci